TV, 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 Xing Xing TV. So was kann ich ja nicht. Alles, was cool aussieht, kann ich nicht, glaube ich. Fußball, ich war mal eine ganze Weile auch nicht jetzt so nicht mit den Cool Kids, aber so unsere Band Schmitz und Felix und so. Wir haben schon dieses Hacky Sack Ding haben wir. Ah, Hacky Sack. Das haben wir eine Weile durchgezogen, so auf Festivals und so. Aber wir waren auch nie die Gruppe, die dabei cool aussah. Also wir waren schon immer die, die einfach Spaß aber dran hatten. Aber Hacky Sack an sich ist schon cool. Ja, das hat auch echt immer Bock gemacht. Und es ist ja, glaube ich, einfach dann bei mir im Umkehrschluss schon so, dass ich, wenn ich was ich cool finde, sehe, immer direkt schon denke, das ist nichts für mich. Ja, das ist bescheuert. Reaktion. Das ist bescheuert. Oh, ja, das kann ich nicht. Da fühlte mein Vater sich total angegriffen, als ich das jetzt gesagt habe, dass ich mich darüber ärgere, dass ich immer in meinem Leben, bevor ich was ausprobiert habe, schon eine Ahnung, immer wusste, wie das gewesen sein würde, wenn ich es gemacht hätte. Warum war das bei Musik anders? Ich war einfach sau jung, also war nicht reflektiert. Ich war naiv. Ich war 7, als ich Klarinette angefangen habe, zum Beispiel. Ja. Und Gitarre. Bei Gitarre ist es auf jeden Fall auch so, dass ich das. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Dass mir das nicht so gut liegt. Und ich deswegen immer voll viel arbeiten musste damit. Ich war nicht schnell zufrieden. So. Das ist so ein Mittelding, dass einem irgendwie, man kommt schon weiter, aber es ist aufwendig. Ja. Deswegen bin ich da immer bei mir war das bei Gitarre mal anders. Ich war schon happy, als ich einfach 3 Akkorde spielen konnte, weil ich einfach nur, mein Instrument war ja nie die Gitarre, sondern ich war immer Sänger. Mhm. Ich wollte immer singen, ich wollte nie Gitarre spielen, so richtig. Also natürlich fand ich die Idee cool, Gitarre zu spielen, aber das war nie meine Motivation. Ja. Und die Gitarre habe ich nur angefangen, damit ich nicht noch einen Typen brauche, der das Instrument spielt, um singen zu können. Ja, so und deswegen war ich schon, als ich 3 Akkorde konnte, habe ich schon fast gedacht, geil, da kann ich halt was zu singen. So. Wobei, ich bin ja Sänger geworden, als ich die Gitarre hatte. Habe ich direkt angefangen, Lieder zu schreiben. Direkt. Ich auch, sofort. Mit den ersten D, E und A. Ja. Meine ganzen ersten Lieder sind D, E und A. Und ich singe immer den Ton, den die hohe E-Seite gerade spielt. Also ich habe immer nur diese 2 Töne. Bei mir waren es eigentlich viel mehr E, C, G und dann auch D und A dazu. Aber das waren so die, das war so der... E, C, G, C konnte ich noch nicht. Ja. Nee. Konntest du nicht? Nee, das waren die ersten G und C. Ich liebe dich, glaub mir doch, ich liebe... Das sind halt immer nur D, D, D. Also Fis, E, E, G, E. Das hat immer diese Töne. Ja, aber ich habe auch, das ist witzig, ich habe nämlich letztens noch im Proberaum meine erste Gitarre, die ich mir damals gekauft habe, da gab es bei Aldi für 30, sogar noch Mark, naja, müsste schon Euro gewesen sein, weiß nicht mehr, auf jeden Fall super wenig Geld, gab es so eine Nylon-Seitengitarre bei Aldi. Und die habe ich letztens noch gefunden und da sind so richtig, ist so der Lack auf dem Griffbrett bei den 3 Griffen ist halt ab. Aber die anderen sind mehr oder weniger untouched. Na gut. Ja, das war jetzt so wie so ein Vorgespräch zum Warmen, zum Lockermachen. Ein bisschen locker machen. Das war jetzt so. Hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, das Gespräch. Das war jetzt nur. Ich sag dir Bescheid, wenn es anfängt, mich zu interessieren. Ja. Du bist ja wahrscheinlich der Interview-Erfahrenste, den ich. Okay. Ja, ich habe auf jeden Fall schon super viele Scheiß-Interviews gemacht. So, das ist auf jeden Fall Fakt. Stehe ich hart unter Druck jetzt? Nee, überhaupt nicht. Also die Latte liegt unten. Ja, stimmt. Der Druck ist überhaupt nicht mehr da. Der Druck ist groß. Okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 9. Xingxiang TV Podcast, glaube ich jetzt. Und das ist der erste Podcast Open Air. Hm? Man hört's. Ja, genau. Ihr hört diese Außengeräusche und wir sitzen im Schatten des Kolonius. Und die Stimme, die ihr jetzt hier hört, das ist die Stimme von Herrn Stefan Honig. Herzlich willkommen zu Xingxiang TV. Vielen lieben Dank. Cool. Es ist so schönes Wetter, dass wir uns einfach nicht nach drinnen verziehen wollten.
Ich hoffe, ihr verzeiht die Außengeräusche oder ihr genießt sie, weil ihr jetzt den Sommerwind hört und das eure Fantasie freisetzt. Man weiß das nicht, ne? Was bei den Leuten so im Kopf vor sich geht. Kann schön sein, muss aber nicht. Stefan, es gab vor einigen Jahren mal ein Gespräch zwischen uns beiden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, nach deinem Konzert in Krefeld. Da habe ich gesagt, ich würde dich gerne mal interviewen. So und du hast schon, ja? Ja, das ist in der Kufa habt ihr gespielt. Ja. Und da hast du zu mir gesagt, ja, ich habe voll Bock, aber du musst mich richtig hart rannehmen. Erinnerst du dich daran? Das kann gut sein, dass ich... Das klingt so, als hätte ich gerade ein, zwei oder drei von diesen Scheiß-Interviews hinter mir und hatte einfach keinen Bock mehr darauf. Ja. Auf belangloses Geplänkel. Genau, auf so Gesülze. Ja. Warum singst du immer auf Englisch? Solche Fragen darfst du nicht stellen. Warum singst du immer auf Englisch? Ja, sag ich nichts zu. Ja, das ist, genau, das hatten wir ja gerade schon. Du bist wahrscheinlich derjenige, der die meisten Interviews schon gegeben hat in seinem Leben. Von denen, die du interviewt hast, nicht von allen Menschen auf der Welt. Ach so. Also okay. Da gibt es auf jeden Fall noch mehr. Ich bin ja ein totales Greenhorn in dem Biss. Wie gesagt, das ist mein 9. Interview und das ist auch wirklich das 9. in meinem Leben. Was ich habe ja auf der anderen Seite noch nie jemanden interviewt. Ja, vielleicht. Insofern bist du da bei mir 9 Interviews voraus. Okay, ja. Also kannst du gar nicht merken, wie unprofessionell. Doch, kannst du schon. Ach, bla bla bla. Du bist Sänger, Gitarrist und deine Band heißt Honig. Wie dein Nachname? Das ist kein Zufall wahrscheinlich. Schon so ein bisschen, weil das immer mein Solo-Projekt war und da ist dann eine Band draus geworden und dann haben wir das nicht mehr umbenannt, weil es schon so viele Leute kannten. Aber ist für die anderen nicht doof? Nö, das war auch deren Ding so. Die haben auch gesagt, warum sollen wir das jetzt umbenennen? Ist ja auch ein schönes Wort, ne? Genau. Und dadurch, dass es halt auch mein Name ist, hatte ich auch nie das Gefühl, dass ich da nicht zustehen kann und das auch nicht rechtfertigen kann. Also die Rechtfertigung dafür ist immer sehr einfach. Ich heiße halt so. Ich heiße halt so. Und genau, wir haben schon vor richtig vielen Jahren schon die ersten Konzerte gespielt. Ne? Ja. Und schon wahrscheinlich bevor ich... Haben wir nicht auch schon mal mit meinen alten Bands irgendwie zusammen gespielt? Ich habe Benevolent, eins der letzten Benevolent-Konzerte, war um Schlaraffentag. Ja, richtig, das war kurz vor Schicht. Genau. Damals mit Giesbert zusammen. Richtig, Giesbert. Und dem Sänger von Jupiter Jones, jetzt von Brücken. Hier, wie hieß denn das Solo-Projekt von dem nochmal? Chinaski-Jugend. Genau. Genau, ein schöner Abend. Wie auch immer, lass uns nicht schwelgen in der Vergangenheit, nur um unsere Beziehung ein bisschen zu verdeutlichen. In einen Kontext zu stellen. Begab es sich, dass das ziemlich erfolgreich wurde mit der Musik bei dir, ne? Ja, also auch im Rahmen geblieben, aber wir haben schon ganz schön richtig geile Sachen erleben dürfen damit. Und ja, also es hat auf jeden Fall das überschritten, was ich jetzt so natürlich nicht erträumt, aber erwartet hätte, sagen wir mal so. Ja. Aber es ist ziemlich genau zu dem geworden, was du erträumt hast, oder kann man das so sagen? In vielerlei Hinsicht auf jeden Fall, weil was ja auch immer so eine Story ist bei mir, aber ich habe das ja schon immer so ein bisschen, weil ich ja ein großer Haldern-Pop-Festivalgänger war, auch immer schon so mein Ziel so ein bisschen an dieses Festival geknüpft, weil ich immer gesagt habe, ich will da mal spielen. Und jetzt in diesem Jahr habe ich auch noch in der Kirche gesungen. Das heißt, ich habe wirklich alle Bühnen in Haldern durch seit diesem Jahr. Und jetzt schon 2 Platten auf dem Label veröffentlicht. Also was das angeht, ist es auf jeden Fall als genau das erreicht, was ich da so wollte. Ist das jetzt zum Beispiel so eine Antwort, die du in fast jedem Interview gibst? Es ist auf jeden Fall oft was so kommt. Aber es ist halt auch oft, dass ich halt auch gezielt danach gefragt werde. Gerade wenn wir auf dem Haldern gespielt haben und so, fanden das natürlich irgendwie alle so einen recht reizvollen Kontext. So ein Aufhänger. Ja, genau, so ein Aufhänger. Weil wir beide auch aus der Gegend im weiteren Sinne kommen. Ne? Genau, Niederrhein. Ja, und ich war ja da auch häufiger... in Haldern auf dem Festival und da war ich einmal mit dem Giesbär zusammen und das war für mich so ein bisschen heilsam,
was meinen eigenen Wunsch und Drang irgendwie mal so Erfolg zu haben und dann auch, ich habe ja sogar auch den Drang immer gehabt, gerne mal prominent sein zu wollen. Und dann steht man da vor dieser Mainstage und Gisbert hat da gerade gespielt und er kann sich nicht einfach mal ein Konzert angucken, weil er wird ständig angelabert, muss sich vermummen und es ist in erster Linie eigentlich was Unangenehmes. Oder? Ja, das kommt, also ich glaube, das kommt sehr auf die eigene Persönlichkeit an, ja, ob man da Bock drauf hat. Und für mich ist das ja in meinem alltäglichen Leben überhaupt nicht so. Ne? Also ja, das ist ja beim Gießwerden, glaube ich, nochmal ein anderes Level erreicht. Bei mir ist es eine totale Ausnahme, dass mich in meinem Privatleben jemand irgendwie anquatscht. Das passiert natürlich hier in Köln schon öfters, aber immer noch so, dass ich da auch keinen Stress habe, zu den Leuten nett zu sein und mir das in dem Moment zu geben und das auch auf eine gewisse Art irgendwie bauchpinselnd finde. Ja. Aber es ist jetzt bei mir nicht so, dass es unangenehm ist. Dafür sind wir einfach nicht bekannt genug. Was schon krass ist, wo ich das nachvollziehen kann, ist halt gerade Haldern, wo wir 2014 auf der Hauptbühne gespielt haben, waren wir ja sogar auf dem Cover von dem Festivalheft. Und da war das natürlich extrem. Da konnte ich es für 3 Tage auch aushalten, aber da habe ich auch als ich wieder zu Hause war, gemerkt, dass ich das nicht immer haben möchte. Ja. Also, das ist dann nett und da kann man dann drüber lächeln, wenn das so ein spezieller Moment mal ist. Aber das muss echt nicht sein. Also, da bin ich auch ganz deiner Meinung. Also, es ist ein relativ schmaler Grat, ne? Aber du bist dann einfach nur auf der richtigen Seite. Noch. Ja, also, das auf jeden Fall. Also, es ist halt. Hin und wieder, guck mal so, hab ich sie nicht schon mal gesehen? Ja. Solche Sachen. Wo ich dann auch denke, what? Ich sehe halt häufiger diese Honig-Jute-Beutel. Ja, genau. In der Stadt. Ja, das auch so die von diesem Kopfhörerkonzert gibt es auch welche, wo mein Kopf immer so drauf ist, wo ich immer denke, so, oh, das will ich schnell weggehen, wenn so ein Beutel auf mich zukommt. Aber, ja, witzig. Ja. Aber irgendwie natürlich schon auch in allererster Linie auch ein Traum. Ja, und ich muss sagen, das, wo ich es richtig genieße, ist, wenn ich hier im Hostel arbeite in Köln und ich bin da an der Rezeption, dann kommen Leute von irgendwo anders aus Deutschland, die, wo ich dann schon merke, die gucken irgendwie komisch so beim Einchecken und irgendwann kommt dann die Frage, bist du der Honig? Warum arbeitest du denn hier? Und, so. Und warum? Ja, weil ich halt Geld brauche, wie jeder andere auch. Aber dann verkauf doch mal mehr Platten. Ja, versuche ich ja. Aber wir wollen die nicht, oder? Die ja, Leute. Aber ich meine, mein Gott, was willst du mit Plattenverkaufen verdienen? Ne? Wie viel verdienst du denn im Monat mit Musik? Nein. Das kann ich erstens mal gar nicht so sagen, weil mit Musik Geld verdienen ist null. Also da gibt es Monate, da ist das viel und dann ist Monate. Und dann kommt irgendwann die GEMA-Ausschüttung. Genau, das ist super, das finde ich auch, da stehe ich auch, ich bin auch jetzt inzwischen gar nicht mehr jemand, der die GEMA verteufelt. Ich sehe natürlich auch ein, dass es in dem System einiges zu überarbeiten gäbe. Aber ich bin inzwischen auch schon auf der Seite, wo ich mir einfach sehr freue, dass es die so gibt und dass das so passiert, dass man einfach für das, was man die ganze Zeit macht, auch dann Geld kriegt. Ja. Aber man muss einfach das realistisch sehen, dass Platten verkaufen, wenn man mit einer 5-köpfigen Band 5.000 Platten verkauft, was irgendwie nice ist, dann ist das, da kannst du ja nicht von leben. Ja. Das ist unrealistisch. Und Touren ist auch gut, da verdient man gutes Geld inzwischen, aber wir haben halt auch einen krassen Kostenapparat. Ne? Mit Mischer, Bus, alles, was man da mit auf Tour nimmt, die Tour of Tours, die wir da mit den, wo wir mit diesen 5 Bands diese Gemeinschaftstour machen, da verkaufen wir richtig Tickets so an Geld, da kommt richtig Geld rum, aber dann haben wir 10 Musiker und 6 Crewmitglieder und einen Haufen Technik und nachher hast du das doch eigentlich nur für den Spaß gemacht. So richtig. Ne? Also die Geldnummer ist, das ist auch was Leute schnell falsch verstehen, wo die dann denken, so der Erfolg, den wir haben, der müsste jetzt schon in richtig Kohle resultieren. Ja. Also mir ging es die letzten Jahre gut und ich möchte mich da auch überhaupt nicht beschweren, aber da ist auch jetzt nichts, wo ich jetzt die nächsten 5 Jahre mit planen könnte. Ne? Ja. Also nee, das sowieso nicht. Ja. Nee. Also, ist alles, und das Hostel ist dann praktisch so diese. Ja, ich arbeite auch im Kindergarten. Ja. 3 Tage die Woche, so eine halbe Stelle. Und jetzt bekomme ich ja auch noch Nachwuchs und dann muss man auch mal wieder gucken, wo da die ganze Kohle herkommt. Ja.
Und warum bist du denn so erfolgreich? Das ist eine schwierige Frage, weil natürlich von meinem Blickwinkel bin ich ja immer noch nicht erfolgreich genug. Okay. Ne? Also von dem, was meine Erkennbarkeit auf der Straße angeht, sondern was die Verbreitung der Songs angeht einfach. Ne? Man hat ja schon immer Bock, wenn man jetzt 200.000 Klicks auf einem Video hat, dann sieht man ein anderes Video, das hat einfach nur 2 Millionen, dann denkt man, warum denn, ne? Wäre ja auch nicht schlecht. Ne? Ja. Aber um auf deine Frage und warum du diese Frage gestellt hast, so ein bisschen einzugehen, glaube ich, warum es funktioniert hat, ist, weil wir irgendwann aufgehört haben, mit der Band zu versuchen, die Vision von 5 Leuten von einem Song in einen Song zu bringen, einfach das aufgehört haben und einfach nur gesagt, und ich dadurch, dass es mein Solo-Projekt war, wir in so einen Modus gekommen sind, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte das so und so haben. Dadurch ist das jetzt nicht unbedingt viel besser geworden, aber es ist definierter geworden. Klarer. Es ist klarere Richtung, es ist eine Idee, die verfolgt wurde in eine bestimmte Richtung. Und ich glaube, das hat den Umschwung gebracht, wo es angefangen hat, Leute zu interessieren, weil diese was gehört haben, wo sie erkannt haben, dass da jemand eine Idee hat, die dahinter steckt und die halt auch versucht wurde, konsequent umzusetzen. Und ich glaube, das hat schon so einen Umschwung gebracht, was natürlich jetzt super spannend wird fürs nächste Album, weil wir gerade wieder sehr viel zusammenarbeiten an den Songs. Und jetzt ist das der Karriereknick. Das kann kommen. Aber es liegt dann an den anderen. Das ist doch ganz geil. Nee, aber als Fazit dann. Ja, so ist das natürlich auch nicht. Es liegt auch daran, dass wir natürlich jetzt auch diese 2 Platten mit meiner Vision so ein bisschen durchhaben und auch jetzt schon länger eine Band sind zusammen und jetzt natürlich auch sich wieder eine andere Vision von unserem Sound entwickelt hat, die wir jetzt umsetzen wollen und wir natürlich jetzt nicht mehr dieselben Leute sind, die wir damals waren. Ja. Deswegen möchte ich das jetzt nicht direkt zum Scheitern verurteilen und diese Sachen, die wir gerade testen und die wir gerade machen und die Songs, die wir gerade schreiben, haben auch, glaube ich, viel mehr von der Gesamt-Honig-Vision, obwohl wir die zusammenschreiben, weil einfach ein anderer Kontext da ist, in dem wir die jetzt schreiben. Okay. Insofern glaube ich, dass wir einfach gerade die Stärken nutzen können, dass es halt Honig-Songs werden, ohne dass ich halt diese 4 Akkorde benutze die ganze Zeit und da nicht rauskomme. Im Moment läuft es so, ich habe eine Idee, ich bringe die mit, zeig denen die, lege meine Gitarre zur Seite, befreie mich also von den Schemata, die ich habe, die ich auf jeden Fall habe, wenn ich Gitarre spiele und gleichzeitig singe, weil das einen ja schon wieder irgendwo limitiert, also mich zumindest von der Art, wie ich Melodien forme, weil meine Hand und mein Körper ja schon wieder dann eins sind und ich kann mich dann jetzt gerade einfach nur auf Vocals konzentrieren oft und nehme dann vielleicht wieder eine Gitarre in die Hand und spiele dann eine zweite Gitarre dazu, wenn es sich verändert hat. Insofern glaube ich schon, dass es Honig-Songs bleiben werden, aber die werden auf jeden Fall anders als auf den letzten beiden Platten. Ja, was du gerade so erzählt hast, fand ich ganz interessant mit den 2 Millionen und 200.000 Klicks. Inwiefern hat denn dass du das überhaupt wahrnimmst und so, das liegt ja in der Natur der Sache, aber inwiefern verändert das sozusagen den ganzen Blick auf die eigenen Lieder und auf das Songwriting, überhaupt auf den Entstehungsprozess, wenn man so eine Relevanz schon hat und die gerne vergrößern möchte? Also richtet man sich da irgendwie stärker nach aus, oder hat man das klarer im Kopf? Das gibt es bestimmt, dass Leute das machen, aber das dafür sind wir immer noch dieselben Jungs, die miteinander abhängen. Und wenn wir im Proberaum sind, dann interessiert das keine Sau. Also das kann ich auf jeden Fall so sagen. Natürlich wird man sich nachher, wenn es ums Platte fertig machen angeht, das haben wir auch schon mal so ein bisschen besprochen, dass wenn man halt so einen Song hat, dass wir dann vielleicht jetzt so mal überlegt haben, ob man nicht vielleicht zum ersten Mal rangeht und sagt, okay, wenn wir den soweit fertig haben, dann gehen wir nochmal ran und gucken, ob man nicht so einen Song mal aufs Radio vielleicht trimmen kann, wenn sich einer dafür anbietet. Was würde das bedeuten, auf Radio trimmen? Ja, zum Beispiel, dass der Gesang nach 10 Sekunden anfängt, man einen Beat hat, der nicht erst ab Minute 2 reinkommt. Ja.
Ne? Ja. Halt so ein Ding, was so gewissen Regeln folgt, ja. die halt so... Da haben wir bis jetzt immer komplett drauf geschissen und sowas. Und da haben wir jetzt schon mal gesagt, dass wir so einen Produktionszwischenstopp mal einlegen wollen, um nochmal, wenn wir soweit sind, nochmal drauf zu gucken, macht es nicht Sinn, bei dem einen oder anderen Song vielleicht bewusst nochmal so eine Veränderung anzugehen, um das so ein bisschen überhaupt den Radius zu ermöglichen, zu sagen, wir nehmen sowas mal in eine Rotation, ja. weil es eigentlich unseren Standards entspricht. Und die sind ja, das sind ganz klare Regeln, denen das Radio da folgt, in Deutschland zumindest. Was ja auf der anderen Seite, einen Seite super schade ist für die deutsche Radiolandschaft, was ja auch vollkommen. Und für die Musikkultur als Ganzes. Absolut, ne, was ja auch vollkommen offensichtlich ist, dass das schade ist. Aber wo man halt sagen kann, finde ich, wenn man an so einem Punkt ist wie wir, wo man sich da vielleicht mal drüber Gedanken machen kann, dass das vielleicht was bringen könnte, halte ich jetzt noch nicht für einen Sellout, wenn man das irgendwie macht. Ja, genau. Was halt dann passiert, ist ja, dass man sozusagen die Kunst überprüft nach Kriterien, die ein Produkt genau, der, nach den Mechanismen der Industrie mal hinterfragt, ob das denn überhaupt funktionieren könnte. Ja. Und sich nicht eine Platte rausbringen, sich dann ärgert, warum es keiner spielt und eigentlich ignoriert, dass es halt einfach nicht das ist, was den Regeln da entspricht. Ja. Was ja auch nicht sein muss. Und es ist ja auch, ich definiere Erfolg definitiv auch nicht durch Airplay und so, weil das auch Bullshit ist. Weil, ohne Witz, wenn du in Deutschland Radio hörst, das ist ein Schlachtfest des Grauens. Yeah. Also ich meine, aber es ist natürlich geil für GEMA, für Verbreitung von Shit. Und aber wie definierst du denn Erfolg? Für mich ist Erfolg immer das, was ich im Endeffekt an meinem Leben spüre. Erfolg ist für mich, auf eine Tour gehen zu können, wo viele Leute hingehen, wo wir irgendwo nach Konstanz fahren oder so und spielen da zum ersten Mal und da kommen 250 Leute zum Konzert und da sind zwei Reihen vorne, die gewisse Songs mitsingen. Mhm. An dem Punkt fühle ich mich erfolgreich mit dem, was ich mache. Ja. Das finde ich total super. Das macht mir Spaß, dann bin ich unterwegs, die Band ist gut drauf, alle sind gut drauf, weil die ganze Geschichte funktioniert. Man macht sich tolle Erinnerungen mit so einer Tour, weil alle denken, boah, das war eine richtig geile Tour. Wir waren unterwegs, die Leute sind zu jedem Konzert hingekommen, wir hatten eine geile Zeit und dann fühle ich mich erfolgreich in dem Moment. Hat man nicht jeden Abend dann die gleichen Gespräche nach so einem Konzert? Mit den untereinander oder mit den Leuten und so? Kommt man nicht, also du meinst geile Erinnerung. Das war so ein Verdacht, wo ich mal so drüber nachgedacht habe, ob man nicht irgendwie in so einer Tour, in so einem ganz, in einer relativ kleinen Welt unterwegs ist, die haben eigentlich immer ähnliche Erinnerungen generiert. Also, das ist auf eine Art und Weise richtig. Das ist natürlich auch bei uns, weil wir so ein eingeschworener alter Haufen sind, sowieso schon seit Jahren, dass wir halt zusammenhängen und das relativ... Aber die Leute, die ich in der Band habe, mit denen ist es mir bis heute nicht langweilig geworden, was die Gespräche angeht. Und auch was die zwischenmenschlichen Reibungen angeht, die sind auf jeden Fall besser geworden, aber die sind immer noch da und das ist auch gut so. Ja. Die will ich auch nicht missen. Und was wir dafür immer halt machen, dass es neue Erinnerungen wird und neu und spannend, sind halt diese Projekte, die wir zwischen den Honigtouren machen. Die sind für mich da ganz wichtig. Das hat angefangen damals mit Town of Saints und Dead Rocks und wir, wo wir aus 6 Mann aus diesen Bands, jeweils 2 pro Band, sich zusammengetan haben und 2 Wochen auf Tour waren. Und die anderen haben immer bei einem mitgespielt und man hat selber bei den anderen mitgespielt. Ja. Das haben wir fortgeführt in der Tour of Tours mit 5 Bands, noch größer. Ja. Noch mehr Bands auf der Bühne, wo wir dann im Endeffekt 4 Honigsongs, manchmal 5 Honigsongs am Abend spielen, aber auch noch 5 Songs von jeder anderen Band, wo man eine andere Aufgabe übernimmt, wo man mit anderen Leuten eine neue Dynamik schafft, wo die Songs eine neue Gestalt annehmen und wo man dadurch auch das Touren überhaupt nicht sich so anfühlt, als ob es sich wiederholt. Ja. Man kreiert total neue Empfindungen. Ja. Dass, gerade bei diesen Touren probt man das 5 Tage vorher, bevor man auf Tour geht. Ja. Man ist on the road und es ist alles neu jeden Abend. Man kommt erst während der Tour so richtig in die Songs rein, entdeckt jeden Abend noch was. Kann ich hier auf dem Bass noch da noch was machen? Oh, das ist geil. Ja. Ne? Und dadurch, dass wir viel so Sachen machen oder ich auch wieder mal solo auf Tour gehe, neue Songs solo ausprobiere, wir eine Duo-Tour machen mit Martin, wir ein Festival organisieren wieder, wo neue Leute
integriert werden. Und ich glaube, dadurch haben wir es sehr gut hinbekommen, dass das nicht langweilig wird. Mhm. Plus, du musst halt auch neue Songs schreiben. Ja. Wenn du immer nur dasselbe Set spielst, wird es auf jeden Fall irgendwann tödlich. Aber es reicht manchmal schon, zwei, drei neue Songs wieder reinzunehmen und schon, weil im Endeffekt sind ja auch die Songs, die du schon totgenudelt hast, sind ja live immer wieder neu in dem Moment. Mhm. Und insofern muss ich echt sagen, dass es also beim Touren ist es mir noch nie boring geworden. Wir nehmen auch immer, auch bei Honigtouren, was auch ein wichtiger Fakt ist, wir nehmen immer Freunde mit auf Tour als Vorband. Ja. Wir haben noch nie gesagt bekommen von irgendeinem Label, die und die gehen jetzt mit euch auf Tour. Wir haben immer klar gemacht, dass wir mit Leuten unterwegs sind, von denen wir wissen, dass wir uns da nicht so ein Ei ins Nest legen, wo wir uns jeden Abend ärgern, dass da so ein Vogel dabei ist, der einfach nur nervt. Ja. So. Das willst du ja auch nicht. Das ist ja eine sehr besondere Zeit. Ja. Da willst du auch sicher gehen, dass das auch mit coolen Leuten verbracht wird. Und insofern, ich freue mich jedes Mal wieder auf Touren und ja, also das hat mich noch nie abgefuckt. Ich reite jetzt auf diesen Switch zum Erfolgreichen hin und mach ruhig. So, weil das so, das ist natürlich einfach interessant, weil ich es nicht kenne. Das löst bei mir einen Neugierreflex aus. Inwiefern verändert das denn das Songwriting insofern, dass man weiß, jedes Wort, was ich jetzt da schreibe, jetzt textlich, wird auch rezipiert. Das kriegt eine Relevanz. Ist das fürs Textschreiben für dich wichtiger, worüber du singst und was du da sendest? Nee. Weil mir die Zeit gezeigt hat, dass die Leute das überhaupt nicht raffen. Das kommt überhaupt nicht an und es sind so selten, also mir ist das insofern wichtiger immer, dass die Texte sind persönlicher geworden, sie sind mehr bei mir als nach außen, fast eher kryptischer meistens. Ich habe schon Songs live gespielt, da hatte ich gar keinen Text, habe ich nur rumgejammt, da hat mich noch nie jemand drauf angesprochen. Ja. Es ist erschreckend, wie wenig das eigentlich einsickert, was man an Inhalt da reintut. Ja. Das hat mich eigentlich viel mehr im Endeffekt confident gemacht, einfach die Texte so zu schreiben, wie ich die haben will. Ja. Ich bin viel mehr darauf aus, dass die gut klingen, als dass sie einen mega Sinn machen, was ein total anderes Ansatz ist, als das, was du in deinen Songs so machst, wo du ja eine ganz klare Message hast und da die Leute auch wirklich zum aufrüttelst und stellenweise den Sachen vor den Kopf wirfst, womit die erstmal was man erstmal so verdauen muss. Ja. Ich bin viel mehr in so eine Traum-Fantasiewelt abgedriftet, wo ich nach schönen Klängen, nach interessanten Wortspielen suche, die im Moment mit der Musik eine Verbindung eingehen, wo mir manchmal auch egal ist, wenn da in der Strophe zwei, drei Sachen drin sind, die mit dem Chorus gar nicht so viel zu tun haben. Ja. Wo ich einfach denke, fuck it, das interessiert eh keine Sau und mir gefällt das gerade gut. Ja. Und dann gehe ich viel mehr danach, als nach dem, was... Meinst du, das liegt an der Szene, in der ihr euch bewegt, dass das so wenig Relevanz hat? Oder woran liegt das? Also das ich glaube, das liegt an den Hörgewohnheiten der Menschen, dass es viele Menschen einfach gibt, die da gar nicht so drauf Wert legen. Ich glaube auch, dass es für Leute, die diese Musik hören, oft, und das ist für mich selber auch so, oft diese einzelnen schönen Sätze sind, die sich mit der Melodie verbinden zu etwas, was eine persönliche Bedeutung erlangt, die gar nicht mal was mit dem zu tun haben muss, was ich darüber dachte, als ich das geschrieben habe. Ich habe schon tolle Interpretationen von meinen Texten gehört, die nichts mit dem zu tun hatten, was ich geschrieben habe, die ich total cool fand, wo ich gedacht habe, geil, wenn das der Song für dich ist, dann ist das super für mich. Ja, klar, genau, das gehört einem dann einfach nicht mehr. Ne? Genau, und da bin ich... Genau, für mich ist es wichtig, dass ich nachher bei einem Song das Gefühl habe, der Text ist für mich rund, der macht für mich, sagen wir mal, zu 90% totalen Sinn. Ja. Und der funktioniert mit der Musik. Aber was mich
immer interessiert, ist, was willst du denn damit? Was willst du auslösen? Was ist für dich der Grund, in die Welt, also dich auf eine Bühne zu stellen, zu sagen, haltet mal alle die Fresse, ich singe euch jetzt ein Lied vor? Der erste Grund für mich ist, unterwegs zu sein, zu proben, zu spielen und das in meinem Leben machen zu können. Dieses Dasein in dem Moment, dass ich abhängen kann mit netten Leuten, mir keinen Stress machen muss, um was habe ich morgen vor, sondern zu wissen, ey, ich fahre da und dahin und spiele was oder ich mache vielleicht auch mal gerade nichts. Sondern das ist der Grund, die größte Motivation ist, dass ich Musik machen kann. Im Moment, in dem ich gerade bin. Nicht auf die Zukunft oder die Vergangenheit gesehen, sondern einfach die größte Motivation ist für mich, auf Tour gehen zu können, Konzerte spielen zu können, den Leuten was mitzugeben, dass die Leute sich freuen. Es gibt ein Video von der Tour of Tours, wo der Filmer, der mit uns unterwegs war, nach dem Konzert die Leute interviewt haben, wie die das fanden. Und er hat so einen Zusammenschnitt daraus gemacht. Und die Leute waren stellenweise so angefixt und so auf der Suche nach Wörtern, um zu beschreiben, was sie da gerade gesehen haben, wie sie das empfunden haben. Und dieses Video ist für mich so eine Zusammenfassung von dem, was ich eigentlich erreichen will. Auf kurze Distanz. Auf eine noch tiefere Motivation liegt darin, das werde ich aber nie erfahren wahrscheinlich, außer manchmal, wenn Leute mir davon erzählen und selbst dann ist es wieder total abstrakt für mich, weil ich nicht dieser Mensch bin. Aber ich habe Momente, wo ich Musik höre, die mich an einem Ort berührt, wo nichts anderes hin kann, außer ein geiler Song. Wo ich drin so ein Explosionsgefühl in dem habe, was ich vielleicht als Seele oder Wesen bezeichnen würde, was in meiner Brust ist, wo ein geiler Song mit einer geilen Melodie sich reingraben kann, wo sonst eigentlich fast nichts hinkommt. Und die Vorstellung, dass ich das für andere Leute machen könnte mit meiner Musik, ist super abstrakt, weil ich nicht in den anderen Leuten drin sein kann und ich nicht mal weiß, ob andere Leute Musik überhaupt so wahrnehmen. Aber das ist die tiefste Motivation, die ich habe, Musik zu machen. Ist der Typ zu sein, der mit dem, was er schafft, verantwortlich ist dafür, dass in einem anderen Mensch so eine Bombe explodiert. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals passiert ist. Aber das ist definitiv die Motivation, die so tief sitzt, dass ich immer wieder damit anfange und nicht damit aufhöre, seit ich 16 bin. Und das ist auf jeden Fall was ich nie begreifen kann, was du gerade beschreibst, wenn mir ein Musiker oder überhaupt ein Künstler erzählt, Kunst kann die Welt nicht verändern. Weil wenn man solche Momente hat, verändert das einen so alles radikal. Super krass. Für mich hat nichts mich als Person mehr verändert als Musik. Genau. Und dann erzählen einem Leute, und das ist so, für mich geht es ja immer viel um Verantwortung. Und das ist für mich ein aus der Verantwortung stehlen, wenn man sagt, oh, man kann damit ja eh nichts bewegen oder erreichen oder verändern. Ey, das ist genau, was du beschreibst. So. Und das kommt auch total darauf an, wo man Veränderungen sieht. Mhm. Natürlich, ne, wenn du jetzt nicht I've been looking for freedom geschrieben hast und da deswegen die Berliner Mauer zusammengefallen hast, dann, also David Hasselhoff ist wahrscheinlich der Einzige, der das sagen kann, der es wirklich behaupten schreiben kann. Nee, aber natürlich sind diese Veränderungen nicht auf so einer massiven Skala zu sehen. Ja. Aber das ist ja dieser Butterfly-Effekt. Ja, genau. Klar. Wenn du kleine Sachen in Köpfen und in Herzen von Menschen veränderst, dann hast du ja überhaupt keine Idee mehr, was das überhaupt noch für Früchte tragen kann. Und diese Idee ist auch total reizvoll. Aber kannst du das noch konkretisieren? Du hast jetzt von diesem Video gesprochen, was dich so berührt hat. Was ist das denn? Also, was ist das denn, was du bei Menschen auslösen willst und was dich stolz macht, wenn es dir gelingt? Das sind halt diese zwei Sachen. Ja. Das manchmal bei diesem Video ist es diese eine Sache, dass die einfach nach so einem Konzert nach Hause gehen und sagen, dieses Gefühl, was ich da hatte, wie die miteinander Musik gemacht haben, wie die das Publikum mit eingebunden haben, wie die da losgelassen haben, das hat mich total berührt und inspiriert. Das ist eine Sache. Ja. Und die andere Sache ist dieser stille Moment, wo jemand zu Hause sitzt und irgendwie vielleicht am Fenster noch eine raucht und den Song auf dem Kopfhörer hat und sein Leben gerade unter die Lupe nimmt und das irgendwie ein Soundtrack dazu ist und er irgendwie sich darin wiederfindet und so eine ganz persönliche, es gibt dieses
Event, dieses Konzert, wo die Leute miteinander diese Musik teilen. Und auch noch was Kaltes? Ne, gerade nicht. Dankeschön. Aber das ist an sich ein ganz geiler Service. Viel Spaß. Ja. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ne, also um zum einen dieses Konzerterlebnis, was die Leute mit sich teilen, und zum anderen dieses, was jemand möglicherweise empfindet, wenn er diese Musik für sich alleine hört und das ein ganz privater Moment ist. Das sind so zwei unterschiedliche Aspekte von dem, wo ich dahin will. Ja. Also und zum einen Platte, zum anderen Konzert. Ich möchte das noch genauer wissen. Kannst du das noch genauer sagen? Was ist das beim Konzert? Was ist für dich ein Glücksmoment beim Konzert? Ja, da gibt es auch ein paar geile Videos. Wenn wir zum Beispiel auf der letzten Tour auf Tours haben wir diesen Song, diesen Golden Circle Song von der letzten Platte. Das ist so ein Song, der besteht aus drei Akkorden. Der ist mega simpel. Der Text ist fast schon cheesy. Da habe ich mir saß ich in Reykjavik am Hafen. Wir hatten das Melodica Festival in Island. Und es war ungefähr ein Jahr her, dass ich einen neuen Song geschrieben habe. Und wir haben, ich wusste gar nicht mehr, ob ich das überhaupt kann. Und ich wollte einfach nur was schreiben, was so ein bisschen beschreibt, wie es ist, mit diesen ganzen coolen Leuten sich immer wieder zu treffen, diese Musik zu teilen und bei Leuten mitzusingen für so einen Song und dass das einem so Spaß macht. Und dann habe ich einfach diesen Song geschrieben innerhalb von 15 Minuten da in Reykjavik am Hafen und habe den eine halbe Stunde später mit 18 Mann Background Chor habe denen das alles aufgeschrieben. Wie geht der Text? The songs that we sing, they turn our arms into wings, we'll meet again in this golden circle we're in. Mhm. Okay. Also sehr plakativ, cheesy, bam. Ja. Auf der letzten Tour of Tours haben wir den Song immer zum Schluss im Publikum gespielt. Mhm. Also stellenweise 400, 500 Leute um einen rum. Ja. Vier Gitarren, Stand-Tom, Geige, ja. Akkordeon, alle singen mit, alles unplugged. Ja. Und du siehst die Leute da rumherum stehen mit so Augen, wie sie das so in sich aufsaugen, diese Energie, die da abgeht, dieses Miteinander. Und du siehst die Jungs, mit denen du das spielst, die das jetzt zum siebten Mal hintereinander jeden Abend machen und das trotzdem wieder genauso geil finden wie vorher. Wo man einfach so ein direktes Feedback kriegt, dass da sowas abgeht. Oder dass die Leute das mitnehmen nach Hause und abends ins Bett gehen und denken so, oh, das war nice, das war richtig, das war ein schöner Moment. Und das ist ja nicht nur, dass das, ich meine, das ist nichts, worüber ich mir wirklich so Gedanken mache, aber das ist so das, was so mitschwingt, ist dann auf jeden Fall, dass wir in dem Moment zeigen wollen, dass das eigentlich das Wichtigste ist, dass man nicht sich irgendwo abgrenzt von irgendjemandem und der Beste ist, sondern dass man was zusammen macht. Das Publikum mit der Band, da ist keine Grenze mehr, man steht mittendrin, man macht das mit denen und es geht darum, um ehrlich zu sagen, komm, lass uns zusammen genießen, dass wir hier auf diesem Planeten sind. Das ist so abgefuckt alles, was gerade auch abgeht. Weißt du, dieses ganze Rechtspopulisten-Scheiß und dieser ganze Wahnsinn, der auf der Welt abgeht, dass es eigentlich in so einem Moment vollkommen klar ist, dass es so simpel eigentlich ist, zu sagen, wir sind auf diesem Planeten, wir sind Lebewesen, wir schulden niemandem irgendetwas. Ja. Wir müssen nicht ins Paradies kommen, weil indem wir nicht vögeln oder so eine Scheiße, sondern wir können mit dem, was wir hier haben, mit ganz einfachen Mitteln total klar machen, dass wir alle zusammen hier eine geile Zeit haben können. Und dass wir genießen können, was uns gegeben wurde, von wem auch immer. Glaub, was du willst, aber es ist einfach offensichtlich in solchen Momenten, dass du diesen ganzen Bullshit-Hate-Fuck nicht brauchst, wenn du mit coolen Leuten zusammen, und eigentlich könnten alle Leute cool sein, wenn sie aufhören würden, immer nach links und rechts zu gucken und zu denken, nee, der macht jetzt Scheiße. Abgrenzen. Und ich muss hier an... Das ist alles Bullshit. Ja. Ist mir doch fuck egal, wer da abends steht, was der für einen Job macht, was der für eine Frau hat, egal, was der gerne isst, was der gerne trinkt, an was der glaubt, was der für eine Hautfarbe hat, ist alles super scheißegal. Ja. Weil man in diesem Moment
eine ganz klar ein Statement setzt für, es ist scheißegal. Wir können einfach und wir müssen eigentlich einfach dafür sorgen, dass jeder Tag, den wir hier auf diesem Freak Planet abhängen, irgendeinen Wert hat. Und das muss auch nicht die scheiß Musik sein. Das ist fuck egal. Das ist mir auch egal, wenn jemand sagt, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das ist total in Ordnung. Und das ist auch gut so, weil wir sind eine vielfältiger... Ne? Wenn alle Leute auf diesem Planeten immer nur Hippie-Musik machen würden, wäre es auch ein Fracko-Place. Ja. Aber einfach dieser Grundgedanke, dass es nicht viel bedarf, um eine wirklich was Schönes zu machen. Ja. Und dass es das eigentlich ist, worum es geht, das ist eigentlich auch das. Und das ist auch was, was für mich diese Musik so bedeutet. Es ist einfach mein Vehikel, was ich gefunden habe, um mein Leben lebenswert zu machen. Ja. Und das ist eine Riesenmotivation für mich, das weiterzumachen. Ja, ohne Aber. Ist cool, was du gerade erzählt hast. Weil es ja eben ganz viel auch mit dem zu tun hat, was ich möchte. auf einem anderen Weg. Genau. Durch den Kopf und du gehst halt eher dann durchs... Genau, durch den Bauch. Ja, genau. Ja. Einfach durch eine andere Körperöffnung. Ja. Durch den Bauchnabel kommst du. Ne? Ja. Ich komme durch die Ohren. Bin durch die Augen. Ja. Nee, ich weiß nicht. Ich bin eher ein Typ fürs Auge als du. Ne? Also, ja, aber das ist auch total okay. Nein, und das meine ich auch damit. Es gibt 1000 Wege, das zu machen. Genau. Das muss auch nicht... Das muss gar nichts sein. Es darf einfach nur nicht sein, ich nehme eine Waffe in die Hand und ballern die Typen um, die nicht meiner Meinung sind. Nur, ich habe ja so einen Verdacht der Musik gegenüber, die du machst. Und einen Verdacht dieser Szene gegenüber auch, in der du dich bewegst. Und ich bin ja da ganz weit von weg. Und ich formuliere das einfach mal. Ich habe den Verdacht, dass er eher Eskapismus betreibt, also Weltflucht, als dass Leute da rausgehen und sagen, ich bin jetzt tätig und nehme etwas mit, was mein Leben verändert, was ich irgendwie, ich verstehe jetzt irgendwie mehr und übernehme mehr Verantwortung, sondern eher, ich bekomme Energie, mein Leben genauso weiterzuleben, wie ich es bis jetzt getan habe. Und das können auch die größten Wichser und Arschlöcher sein, die da im Publikum stehen, die, was weiß ich, am nächsten Tag wieder Nahrungsmittel verspekulieren. Ich weiß nicht, was das ist, ein Klischee. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Weil es gibt an keiner Stelle, ich bin ganz weit außen, ich formuliere einfach mal die Kritik. Es gibt an keiner Stelle die Ecken und Kanten, die so polarisieren, dass sich manche Leute hinterfragen müssen. So, es holt jeden rein und es ist so ein bisschen, genau, du hast es ja gerade als Hippie-Sache beschrieben. Mir fehlt da irgendwie eine Aussage. Es ist für mich einfach so innerlich, auch wir feiern uns selbst und gehen dann wieder nach Hause und weißt du, verstehst du, was ich meine? Verstehe ich total. Ja. Mal abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass das so ist. Es hat halt keinen direkt... Es hat halt oft... Also natürlich passiert auch in den Texten oft auf eine subtile Weise eine Auseinandersetzung mit den Sachen, die total falsch laufen. Mhm. Das sehe ich ab. Also das ist einfach so. Das weiß ich auch. Es ist aber nicht ein Zeigefinger erheben dabei. Ja. Es ist auf der anderen Seite aber eine ganz wichtige und nicht... Das finde ich, ist das Gegenteil von Eskapismus, sondern es ist ein ganz klares Statement da drin, dass wir halt diese Probleme nicht, und da rede ich jetzt nicht über Lebensmittelverklappen-Scheiß, weil da passiert ganz viel. Melodica-Festival ist immer mit Viva Con Aqua, mit Foodsharing, wir machen super viel, das ist immer antikapitalistisch, wir machen immer freien Eintritt, wir machen immer für einen guten Zweck, wir binden Flüchtlinge mit ein in die Arbeit im Festival, als Musiker im Festival, wir ignorieren nicht die Probleme, die es gibt, die passieren nur nicht immer direkt in der Musik. Ah, okay. Aber es ist ja absolut so, dass wir, also das ganze Konzept, wir machen Green Touring, wir haben ein Konzept für umweltfreundliches Touren. Wir machen ganz viel bewusst so, wie wir wollen, dass das richtig läuft. Ja. Aber du musst es nicht in dem Song dann noch singen. Genau, wir wollen, das ist sogar eine bewusste Entscheidung, das nicht zu machen, weil wir halt nicht
ein Problem zelebrieren wollen, ja, oder die Lösung von, sondern wir wollen einen alternativen Bewusstseinsstatus zelebrieren, ja, indem wir uns halt da nicht mit der ganzen Scheiße auseinandersetzen. Ja. Das heißt nicht, dass wir die ignorieren. Ja. Das heißt überhaupt nicht, dass wir die ignorieren. In jedem Festival, auf jeder Platte bemühen wir uns um umweltfreundliche Materialien, ja, um, und das wird auch in der Platte, ja, immer, ne, das wird ja auch nach außen getragen. Es gibt Kooperationen mit, gerade mit Foodsharing, mit Viva Con Aqua, mit super vielen Sachen, die Sinn machen, ja, auf einer globalen, ja, Ebene, die da unterstützt werden. Ja. Und das wird auch da kommuniziert. Das wird, passiert halt nicht, ja, in der Musik. Ja. Die Musik setzt sich viel mit persönlichen, ja, Sachen auseinander. Der Typ fliegt einfach mal eben 6 Meter in die Luft. Hier, genau, so, das müsst ihr ja für die Hörer. Wir haben hier extrem Slackliner am Start. Ja, die bouncen mal eben 6 Meter in die Luft. Ist das 30 Meter oder wie lang ist das da? Das ist viel länger, das ist 50, 60 Meter. Es ist völlig absurd. Man kann es, also ja, es ist ja Kopfkino, ja, aber dieses Kino, das muss man einfach erleben. Das ist absolut richtig. Aber das, ja, ist, glaube ich, genau der Unterschied. Ich glaube, dass in dieser Szene, da sind viele sehr bewusst und sehr aktiv auch, was das angeht. Aber es passiert nicht in der Musik. Ja. Weil die Musik in dem Moment da ist, um zu genießen, was wir haben und nicht danach zu schreien, was wir wollen. Mhm. Sondern praktisch, um zu sagen, wir haben das, was wir wollen, kreieren wir gerade, mhm, hier. Das ist Little Utopia. Okay, ja. Ja, ich verstehe das sehr gut. Ich meine, diese Momente hast du, ich erinnere mich an diesen Moment, als du im Rubinrot auf dem Schlaraffentag gespielt hast, am Ende dieses We Are One Now. Ja. Mit Loopstation. Das war ja so ein, ja, das ist ja auch der Satz dazu. Ja, genau. Ziemlich genau zu 100% der Leute, die da, ja, waren, mir inklusive Gänsehaut haben. So, ja, also, ne, weil man es einfach spürt, genau, was du, ja, da singst. Ne? Ja, ich verstehe das. Ja, das ist viel mehr, dass da in dem Moment zelebriert wird, wo man eigentlich hin will und wo man möchte, dass das ist, ja, als dass man die ganze Zeit sagt, was falsch läuft. Ja. Und das ist aber wirklich, also das kann ich dir sagen, ich verstehe den Eindruck, ja, aber es ist in dieser Szene überhaupt nicht so, dass das den Leuten nicht bewusst ist. Ja. Und das würdest du auch fürs Publikum formulieren? Oder das kann ich leider nicht. Ich glaube, dass es Leute gibt, die das so wahrnehmen. Ja. Aber Ey, unser letztes Konzert in Düsseldorf, im Dezember haben wir unsere Weihnachtsshow da gespielt. Ja. Da waren 900 zahlende Gäste. Ja. Da war alles da. Da waren die absoluten letzten, ja, wo die politisch stehen. Ja, genau. Das kannst du doch nicht einfach so durchgehen lassen. Nee, aber ich stell dir vor, das ist mir dann auch. Ja. Aber dem wird dann auch mit mindestens einer Ansage vollkommen klar gemacht, wo wir stehen. Wenn also ihr Schrei nach Liebe spielt. Das machen wir nicht. Nee, aber ich meine, das gibt, ja, ne, bei großem Publikum gibt es immer, selbst wenn die so ein bisschen verstehen, es gibt immer einen Seitenhieb auf die Idioten und es gibt meistens einen Spruch von wegen, dass ich wirklich hoffe, dass die Leute, die da sind, raffen, worum es geht. Ja. Und ich bin auch gerne, ich bin insofern auch wirklich Eskapist, ja, weil ich halt den ganzen Shit eigentlich nicht in meinem Leben will. Ja. Ich setze mich damit auseinander, wo ich kann. Ich versuche zu verändern, was mir möglich ist. Ich versuche eine gute Nachricht, ein gutes Karma, gute Vibes, egal wie du das nennen willst, zu vermitteln. Ich möchte positive Energie in diese Welt rausbringen. Ja. Und ich bin auch gerne dabei. Und ich bin der Erste, der sagt, Alter, wenn die Fuck-AfD noch mehr Zulauf kriegt, dann laufe ich auch mit auf der Straße und demonstriere dagegen. Ja. Aber in meinem inneren Kern, ja, ist das mein größtes Problem, dass ich auf diesen Demonstrationen viel zu viele Leute treffen, mit denen ich auch komplett nicht einer Meinung bin. Ja. Weil ich diese ganzen Extreme nicht schätze. Ja. Weißt du, für mich ist es nicht, ich mag dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht. Ja. Und nur weil ich hundertprozentig viel mehr links als rechts bin, ja,
heißt das nicht, dass ich die ganzen Linken mag in ihrem, ja. Ihrem Denken. Ja. Und das heißt auch nicht, dass ich immer diesen radikalen Gegenentwurf dazu schätze. Ja. Weil ich finde, dafür ist das alles immer viel zu komplex. Und ich habe bei vielen Sachen, wenn ich mich dazu stelle, das Problem, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich gerade wahrgenommen werde, als ob ich für das einstehe, was ich eigentlich möchte. Ja. Ich weiß, dass ich wahrgenommen werde, als dass ich gegen das bin, gegen das ich auf jeden Fall bin. Ja. Aber deswegen fühle ich mich noch nicht wohl in der Message, die da gesendet wird. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Und aber dieser Eskapismus bedeutet dann eher sozusagen eine Gegenwelt zu schaffen zu dem... eine Utopie. Ne? Ein wo möchte ich gerne leben? Und das ist auch für mich das Ding. Weißt du, ich bin jetzt 37 Jahre alt. Das heißt, es ist eigentlich im Durchschnitt auf jeden Fall schon Halbzeit. Ja. Und ich will nicht sagen, dass mir die Welt nach meinem Tod egal ist. Ja. Ist sie nicht. Ja. Ich stehe wirklich gerade auf, Kind, auf ne? Ich habe ein Kind und gerade Umweltschutz liegt mir sehr am Herzen, gerade die Weltmeere, ich bin passionierter Taucher lange gewesen, ich bin viel gereist, ich liebe die Natur, es gibt kaum was Geileres für mich, als durch Gezeitenpools zu krabbeln und kleine Krebse und Seeanemonen zu suchen. Ich kenne mich mega aus mit Seelebewesen. Ich kann dir fast alles sagen, wie das heißt. Aber ich bin auch Sea Shepherd Mitglied, weißt du? Und für Sea Shepherd machen wir zum Beispiel auch Benefizkonzerte und so ein Shit. Ja. Ne, wir machen viel für sowas. Aber ich kann halt auch nicht drum hin zu sagen, dass mir mein Leben zu schade ist, um die ganze Zeit... Ich muss mal dran gehen, weil meine Frau, die ist gerade schwanger. Okay. Hallo Schatz, wie sieht's aus? Kriegen wir ein Kind? Noch nicht. Entwarnung, noch nicht. Ich sitze im Park und wir machen ein Interview. Macht nichts. Ist gut. Noch so ein bisschen. Soll ich mich bei dir melden, wenn wir durch sind? Oder willst du hier hinkommen? Wir sind am Grüngürtel. Okay, dann melde ich mich einfach gleich, wenn wir fertig sind, und dann machen wir noch was Nettes. Cool, bis gleich. Tschüss. Immer noch kein Baby. Oder immer was? Noch kein Baby. Honigbiene nennst du das, ne? Was ja, kann? Sabine Honig heißt sie. Ja, hat die schon einen Namen? Ja, hat die, aber den kann ich noch nicht verraten. Sabine? Aber es ist nicht Sabine. Das kann ich schon mal sagen. Ja, Sabine, das ist ganz schön. So ein Namen, wo man nur so ein bisschen die Stirn runzelt. Ja. Ich denke, das ist völlig bekloppt, aber... Das wäre schon völlig bekloppt. Rita Lynn. Schöner Rita Doppelname. Lynn. Ja. Nee. Ist nicht dein Humor? Ist nicht meins, ne. Hast du Rita den Humor, denn? Ja, hab ich gehofft. Ja? Ja? Du bist ganz schön schlauer, ne? Ja, ich arbeite im Kindergarten. Da kriegen die direkt alle so ein Zeugs. Von dir. Ja. Nee, wo wir gerade waren, war, dass... dass du alle Tiere, Seetiere mit Namen kennst. Genau, und dass ich halt einfach, dass das Ding ist, dass mir mein Leben zu schade ist, um die ganze Zeit danach zu suchen, wie man mich darüber zu ärgern, was hier falsch läuft. Das ist halt einfach das Ding. Ich möchte mich gerne daran auch oft genug... Ich habe auch nichts dagegen, mich damit auseinanderzusetzen, was hier falsch läuft, und auch dagegen was zu machen und auch einfach ein Beispiel zu sein, wie man auch anders leben kann. Und ich möchte das auch gerne unterstützen, wo ich kann. Aber in erster Linie möchte ich auch mein Leben so leben, dass ich mich so wohlfühle hier und dass ich mir eine Welt kreiere, die möglichst unabhängig von diesem Bullshit ist. Weil ich denke auch, ich bin das auch den Leuten schuldig, die in der Scheißwelt aufwachsen, die das nicht machen können. So absurd, wie das klingt. Ich möchte natürlich auch helfen, wo ich kann. Aber wem ist denn geholfen, wenn ich in einer Welt aufgewachsen bin, in einer Gesellschaft, wo ich die Möglichkeit habe, mein Leben so zu gestalten, wie es viele Leute gerne würden, obwohl sie es nicht können, und ich es dann nicht mache? Ja. Wem habe ich denn damit geholfen? Ja. Nee, genau. Und es gibt ja noch eine andere Ebene, dass du ja, wenn du verbitterst, der auch die Welt eher zu einem schlechteren Ort machst, als zu einem schöneren. Ich möchte ja auch positive Vibes. Und ich denke auch, dass es ein wichtiger Teil ist auch. Dass es auch, ich
weißt du, ich habe keinen, ich halte wirklich Religion für sehr, sehr gefährlich. Ja. Und ich finde das alles überhaupt nicht gut. Aber das, ich weiß, das ist auch wieder so ein Klischee, aber ich bin auf meine Art trotzdem ein spiritueller Mensch. Ja. Und ich glaube trotzdem an Schwingungen und an das, was man denkt, dass das nicht nur in meinem Kopf passiert, sondern dass Sachen nach außen sich übertragen und dass Sachen... Ich gebe dem halt nur keinen Namen und habe kein Buch, wo da drin steht, wie das ist. Aber das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem glaube, dass wir connected sind und dass die Erde ein Gesamtorganismus ist. Und ich möchte auch was Positives da reingeben und nicht immer nur denken... Boah. Ja, ich meine, das ist ja was aus meiner Sicht so wahnsinnig unterschätzt ist, ist das Gefühl, was uns als Sinn die Realität zu betrachten, wie so ein Auge und ein Ohr, dass man einfach über das Gefühl connected ist und viel mehr von Welt wahrnimmt über das Gefühl als über Augen und Ohren oder Nase. Ja. So, das ist dann überhaupt nicht mehr esoterisch oder spirituell, sondern das ist einfach ein Sinn, den wir verkümmern lassen. Genau, und ich empfinde mich auch weder als esoterisch noch spirituell, aber ich habe immer das totale Bedürfnis, dass da noch mehr ist als das, was ich sehe und auch fühle, dass da mehr ist. Und das auch gerne so füttern möchte. Ne, dass das nicht verkümmert. Ja. Ich muss mal pinkeln. Ja? Mal kurz auf Pause drücken. Ich überlege, ob wir sagen, das war jetzt so ein Interview. Ja, pass auf. Folgendes. Ja. Wenn hier jemand bis hierhin gehört hat, ja? Ich gehe jetzt pinkeln. Wenn jemand bis hierhin gehört hat, meine E-Mail-Adresse ist stefan@honigsongs.de. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt mir eine E-Mail und sagt mir, wie es war. Ja, machen die das dann? Weiß ich nicht. Mach es doch einfach. Aber dann leitest du mir die weiter, 100%. Dass das dann auch so Feedback. Ja, weil es gibt kein Feedback dafür bis jetzt so richtig. Absolut, glaube ich sofort. Und ich streng mich total an. Ja. Mir macht das ja so wahnsinnig Spaß mit den Interviews. Ne? Mir hat das jetzt auch richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, schreibt mir eine E-Mail, sagt, wie es euch gefallen hat. Und vor allem ganz wichtig, klickt noch die anderen Interviews an. Da sind Diamanten dazwischen. Vergraben. Ja, dann nicht mal vergraben. Ich habe sie noch nicht mal versteckt. Ihr seht die jetzt wahrscheinlich rechts, da bei YouTube verlinkt. Ja, die kann man einfach anklicken. Das ist total einfach. Und ihr werdet Momente der tiefen Erkenntnis und der großen Langeweile erleben. Und das ist auch eine Kunst. Langweilen. Ja, genau. Muss man auch erstmal drauf haben. Tschüss. Liebe Leute, ich danke fürs Zuhören und Stefan dankt euch fast noch ein bisschen mehr als ich. Ja, ich fand's super. Und nächstes Mal, wenn wir uns sehen, habe ich ein Kind. Ich danke auch dir, Stefan. Sehr das gerne. Hat großen Spaß gemacht und ich habe, glaube ich, an der richtigen Stelle gepiekst, du hast dich bis zur Heiserkeit geredet. Diese Leidenschaft, das macht dann Spaß, ne? Da kommt glaube ich, richtig was rüber. Und ja, vielen Dank. Ein tolles Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Und liebe Leute, es kommen bald noch unfassbar geile neue Interviews. Und bis bald. Ja. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.